Fertig, Detective? So, ihr Lieben, ich werde heute mal alle Stimmen mit meiner normalen Stimme reden. Irgendwie, es ist heute, ich habe heute extrem viel gesprochen. Ich kann nicht mehr. Seht's mir die Folge nach. Hä? Für McNuggets Ruhestand-Party. Der Catering-Service ist mit dem Kuchen eingetroffen. Schnapp dir dein Geschenk und dann los. Geschenk? Ich dachte mir schon, dass du es vergisst. Keine Sorge. Ich setze deinen Namen auf mein Geschenk. Es ist von uns. Ja, okay, alles klar. Denn mein treuer Mantel kann mit allem kombinieren. Vom Shirt über Krawatte bis hin zur Sportbekleidung. Sehr schön. Dick Brickman, hier ist Twin Lakes FM mit mir, Dick Brickman, der euch Dick Brickman präsentiert, das Wetter präsentiert. Sehr schön. Mit mir, Dick Brickman. Es regnet. Schalten Sie mich, Dick Brickman, später ein, wenn ich Ihnen Dick Brickmans Tricky Kicks präsentiere. Mit mir, Dick Brickman. Sehr schön. Fallakten, das wird jetzt... Ja, meine Ordner über seltsame Vorkommnisse in Twin Lakes. Ja, Computer. Dieser Computer begleitet mich schon seit meinem Amtsantritt. Gut, das Budget lässt ein Upgrade nicht zu. Tja, das... Na dann. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Wasserspender. Ein Glas, kaltes, klares. Nein, das hier ist warm und seltsam gefärbt. Schön. Kaffeemaschine. Nichts geht über den ersten... Über die erste Tasse Kaffee, wenn ich mir ein Stück Kuchen dazu hätte. Gurgel, Gurgel, Gurgel. Warte mal, was haben wir? Ein Kaffee haben wir bekommen. Ups, hier mit dem Ventilator. Warum funktioniert der nicht? Vielleicht ist der Motor kaputt. Das muss ich mir später nochmal ansehen. Und wir haben den Motor. Ja, nee, klar. Okay, cool. Gehen wir hier mal rein. Oh, was haben wir hier? Ich muss mal hier ein bisschen weiter wegrutschen. Tatsächlich ist diese Pixel-Grafik ganz schön geil und sehr sympathisch und sehr wirklich, wirklich herzerwärmend, aber auch sehr grob pixelig und ich muss auf meinem Bildschirm hier ein bisschen zurückrutschen. Egal, ich mach weiter. Trophäen. Schönste Haare der ganzen Einheit. Okay, das kann man ihm lassen. Was ist das? Das hier sieht selbst gebastelt aus. Der Beste im Nicht-McQueen sein. Oh, ist das fies. Handpokal. McKing hat den dafür bekommen, der beste Taucher der Einheit zu sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand anders an diesem Wettbewerb teilnehmen durfte. Und wir haben den Helmpokal. Okay. Nice. Schicker Stuhl. Unterstützt den Rücken. Cool. Sein Gerät hat einen Ausschalter. Beeindruckend. Schön. Siehe, schack die Pflanze. Schrank. Er ist voll signierter Bilder von McKing. Alles klar. So, McKing und der Chef, der Chief, ja. Ich schätze, das sind die Fotos, die man bekommt, wenn man mit der Bürgermeisterin verheiratet ist. Ah, okay, alles klar. Das ist der Mann der Bürgermeisterin. Töpferscheibe. Hier gibt es Platz für eine Töpferscheibe. Okay. Er töpfert also sehr gern. Gut. Hallo. Dieser Ort ist fantastisch. Eines Tages könntest du auch so wichtig sein wie das hier. Du musst dir nur den ersten Fall schnappen. Ja. Und löse die ganze Zeit Überfälle? Einen gigantischen Marshmallow-Mann verhaften ist kein, sondern das Ergebnis eines zu hohen Kaffeekonsums. Schön. Wir gehen mal wieder raus und weiter geht's. Oh, was haben wir hier? Feuerbeschattung. Der scheint kein Druck mehr drauf zu sein. Ich sollte das reparieren, bevor es wieder gebraucht wird. Und wir haben einen Feuerlöscher, einen kaputter Feuerlöscher. Was haben wir hier? Der Schreibtisch von Officer Murakami. Nee, Murakami, entschuldigt bitte. Dieser Typ hat immer einen Grund herumzulaufen und mit Leuten zu quatschen, anstatt seine Arbeit zu erledigen. Okay. Kopfhörerkabel. Wer kennt sie nicht? Kaputte Drähte. Murakami wird das nicht stören, wenn sie weg sind. Alter, wir kriegen ja echt eine Menge jetzt hier gerade. Computerbildschirm. Scheint, Murakami hat einen neuen Highscore erreicht. Was auch immer er da spielt. Verdammt, wie soll ich je besser werden als er, wenn du mir immer wieder Arbeit gibst? Sag mir das bitte, ja? So, das ist Wozinski. Nicht reden, arbeite. Freundlich wie immer, Wozinski. Geh weg. So schön, schön. Kann ich... Oh, Feuer. Okay, du solltest Überraschung sagen, Detective, nicht Feuer.
Duli, die Geschenke brennen. Das ist tatsächlich beeindruckend. Ah, Chief Scully. Chief, das ist ein Feuer. Los geht's! Ich habe euch Detectors schon gesagt, ich kann mich nicht um alles kümmern. Ehrlich, immer, ich habe einen Verbrecherring aufgedeckt. Hier. Und ich habe meine Waffe verloren. Da. Immer das Gleiche mit euch. Nun, nicht heute. Ich entspanne und trinke etwas. Aber in Stille, Detective. In Stille. Oh, jetzt haben wir hier eine Dose mit Schlagsahne. Hey, ich wollte eine extra Portion Sahne auf mein Stück. Gott, wir kriegen Schlagsahne. Was ist denn los hier? So, wir haben aber das... das wird jetzt nicht funktionieren. Ein Feuerlöscher ohne Druck. Ja, ich sollte ihn erst wieder unter Druck setzen. Tja. Wir sprechen mal Detective McNugget. 2 Tage bis zur Rente. Ach, wie schön, wie schön. Auch wieder eine schöne Anspielung. Und ich bin in einem Raum mit einem Feuer, das außer Kontrolle ist. Genau wie die alte Zigeunerin sagte. Sehr schön. So, können wir denn hier irgendwie... Könnt ihr mir mal was hier von den Pullen nehmen, Junge? Dann macht damit ein Feuer aus. Chief, das ist ein Feuer. Los geht's. Ich habe euch Detectors. Naja, schon gesagt, haben wir schon. Aber in Stille. So, können wir die Schlagsahne nehmen? Ein Sprühdruckbehälter mit Schlagsahne. Ich bin weg vom Fenster, wenn Chief Scully mich dabei erwischt. Können wir den hier rein machen? Ich kann zu 100% sagen, ich hätte nicht erwartet, heute etwas derartiges zu tun. Aber jetzt sagt, oh, es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Okay, wir haben Feuerlöscher voll mit Schlagsahne. Na dann. Na wusch. Ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass das funktioniert. Aber okay. Somit wäre das hier erledigt. Warte, was ist das? Was ist denn? Die Geschenke auf? Diese Urne. Du meinst unser Geschenk? Duli, woher hast du das? Aus dem seltsamen chinesischen Laden, in dem wir letzte Woche waren. Durchsucht! Wir haben ihn durchsucht! Nach Gremlins! Das klingt nach rassistischer Profilerstellung. Oder Profilerstellung wahrscheinlich. Duli. Duli, er hatte eindeutig Gremlins, die du dann gekauft und mit zum Revier gebracht hast. Naja, dann Fall geschlossen. Duli, der Deckel war abgebrannt. Die Gremlins sind weg. Und das Revier fällt auseinander. Wie ich bereits sagte, Fall abgeschlossen. Duli, wir müssen sie finden, bevor jemand zu Schaden kommt. Hier, nimm das. Aber Kuchen! Ja. Duli. Okay, wir müssen Gremlins finden. Na, da bin ich ja mal gespannt. So kann man was das hier Kuchen. Ich werde das Ding verschlingen. Finger weg. Wir schneiden ihn noch nicht an. Warum nicht? Aber schief. Okay. Gut. Gehen wir weiter. Ah. Oh, hier, guck mal. Ja, Detective McKing. Und der sagte, hey, das sind die Süßigkeiten von meinem Kind. Gib sie zurück. Oh, hoppala. Ich habe keine Zeit, mit dir zu reden. Gibt es keinen Wookie oder so, den du verhaften könntest? Das ist nicht... Was? Egal, McLean. Lebe lang und in Frieden, Depp. Ja, er ist ja... Also er ist der Ehemann der Bürgermeisterin. Dallas. Es muss so toll sein, es muss so toll für sie sein, einen echten Detective McKing zu haben, von dem sie lernen können. Ach, ey. So, die Toilette. Das WC für Personal. So grauenhaft, die Leute suchen es nur in den allergrößten Notfällen auf. Okay, alles klar, da kommen wir anscheinend nicht rein. Also warten kann man. Finger weg, McLean. Okay, er lässt uns nicht rein. Irgendwas hat die Tür zur Asservatenkammer zerstört. Wahrscheinlich du und dein idiotischer Kumpane. Ich repariere das mit meinen männlichen Fähigkeiten und Muskeln. Ah, sehr schön. Wenn du wirklich helfen willst, hol mir noch einen Kaffee. Kein Zucker, Dallas. Ist süß genug für mich. Ach Gott. Oh, du bist so böse. Ich hasse diesen Mann. Er ist so anziehend. Ach, Tuli. Ach, Tuli, hier mit seinem Kaffee, Alter. Ins Gesicht erschüttert, du. Schwarzes Gold, Herzschrittmacher, Jakobsdröhnung, Adrenalinbrause, Kaffee. Wunderbar, schön. Da drin ist ein Magnet, der mir helfen könnte, was? Den Menschen Riegel zu öffnen. Was? Wie kriegt ihr den raus? Da drin ist ein Magnet, der mir helfen könnte, den winzigen Riegel zu öffnen. Also, der wird im Motor drin sein, wahrscheinlich. Nicht im Kaffee. Empfang. Gehen wir zum Empfang weiter. Oh,
hey, Officer Cal. Officer Cal, er sollte ein Spürhund werden, aber jemand hat entschieden, ihn auf Süßigkeiten abzurichten. Oh, wie süß. Aber denk doch nur an all die Verbrechen, die mit Süßigkeiten in Verbindung stehen. Bei all denen könnte er behilflich sein. Stimmt, wir hatten einen alarmierend hohen Rat an Süßigkeiten-Schmuggel in Twin Lakes. Gut gemacht, Officer. Nun, wo ich sowas nicht mehr brauche, finde ich einen funktionierenden Feuerlöscher. Wunderbar. Verbandskasten, hier ist nichts weiter drin, außer Abführmittel. Irgendjemand hat es hier hingelegt, um uns mitzuteilen, dass wir alle voll... Ja. Twin Lakes Polizeirevier, mit wem darf ich sie verbinden? Und wir haben das Abführmittel. So. Was willst du, Detective? Siehst du nicht, dass ich einen Empfangsschalter zu schalten habe? Ach, ich feiere den Humor in diesem Spiel. Er ist so geil. Finger weg. Da ist mein Mittagessen drin. Was? 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 Papierstapel hier? Warum ist es zwischen den Akten versteckt? Damit es niemand rangeht. Ah, okay. Ja, das ist eine bestechende Logik. Du bist ein weiser Mann, Banks. Tja, dann... Dudi, hast du noch was zu sagen? Banks war mein Mentor, als ich der Polizei beigetreten bin. Deswegen haben sie mich in den Innendienst versetzt. Glaube ich gerne. Oh, oh, ihr Gremlin! Gremlin! Lecker, lecker, Drähte! Schön. Er versucht, sich in die Datenbank reinzuhacken, die ganzen menschlichen Informationen zu klauen. Wir sollten ihn brutzeln, Detective. Aha, interessante Idee. So, Sally, hey Sally. Kann gerade nicht sprechen, Detective. Das System ist offline und ich kann nicht herausfinden, woran das liegt. Da! Hier! Guck doch einfach nach rechts! Ein Whiteboard. Das ist das erste Stück richtige Polizeiarbeit, das ich heute an diesem Ort sehe. Tasse, das ist eine Tasse, eine ganz normale Allerweltstasse. Kann ich die nehmen? Ich weiß nicht, warum ich das Verlangen verspüre, jeden Gegenstand in diesem Raum kommentieren zu müssen. Ja, warum? Schublade, hier ist eine Schublade. Diese Schublade sind voll mit allerlei Gerümpel. Wie zum Beispiel Haarnadeln. Ja, wo wir gerade dabei sind, kann ich mir eine ausleihen, Sally? Aber nur eine. Ich will sie unbedingt wieder zurückhaben. Ach, okay. Was? Ich will sie übrigens nicht wieder zurückhaben. Was auch immer du mit ihr anstellst. Schlau. Und wir haben eine Haarnadel. Okay. Server kann man... Ein TLP-Server. Aha. Na, bis. Ha. Okay. Autsch. Geh nicht so nah ran, Detective. Das ist ein ganz bissiger. Er hat gerade... Ich wurde gerade... Ja, danke, Dooley. Daumen hoch. Ja, Daumen hoch. Daumen hoch. Freitagabend 19 Uhr, aber das Verbrechen schläft nie. Und wir, nun, wir arbeiten in Schichten und wir haben an gesetzlichen Feiertagen frei. Wir müssen die Resttage noch nehmen, Detective. Ja, das ist ja spannend. So, wir gehen mal weiter zu den... Oh, ein Löschloch. Der Schlauch, den sie durch die Zellentürgriffe ziehen, um abends abzuschließen. Okay, cool. Cool. Chief Scully hat wirklich eine Art Ordnung hier reingebracht, nicht wahr? Und ein Schlauch ist unser. Können wir reinschauen? Ah, Tam! Es ist Tam! Der alte Tam schnibbelt gerne. Schnibbel, schnibbel, schnibbel. Tam, du darfst im Gefängnis kein Messer haben. Tam kann und Tam hat. So, herrlich. Ich fürchte, ich muss das konfessieren. Tam hat keine Wärme für dich im Herzen. Großartig. Und ein Messer. Tam schreibt überall seinen Namen, damit er weiß, was ihm ist und was nicht. Was ihm ist. Damit er weiß, was ihm ist und was nicht. Ach, das ist ja fast schon poetisch gesprochen. So, okay. Mal schauen, wer hinter Tür 2 ist. Ah, Roy. Aus Fall Nummer 1. Detective. Ich werde meine detektivischen Fähigkeiten anwenden und sagen, sie sind dran wegen Anstiftung. Beeindruckend. Ja. Dein Verdacht, nicht seine Anstiftung. Richtig, trotzdem. Geben Sie sie her, Roy. Was hergeben? Ihre Streichhölzer und Zigaretten.
Ich wünschte, ich hätte sie niemals getroffen, Detective. So. Look at the matches, Detective. Entschuldige, dass ich ihre Streichhölzer genommen habe. Ich bin mir da nicht so sicher. Hey, vielleicht sollten Sie auch ein Detective sein. Nein. Und Tür Nummer 1 hat... Ah, die Ratte! Die Ratte! Dieser Typ hier genießt als Informant Polizeischutz. Ach, wie schön. So, und Poster. Wir haben das aufgehängt, um ein Loch zu verdecken, das ein Gefangener gegraben hat, um auszubrechen. Dummerweise für ihn hat er sich einen Weg in den Rest des Reviers gegraben. Ja, genau. So, Toilette, warte mal. Lass dich nicht durch deine Gefangenschaft herunterziehen. Seufz. Kann man mit dir sprechen? Nee. So, können wir denn Haarnadel... Können wir mit der Haarnadel das Ding aufmachen? Ich glaube, ich kann die Schale aufmachen, ja. Und wir haben die Magneten. Ah, super. So, der Motor ist weg, wir haben die Magneten. Was können wir noch tun? Moment mal. Gepanschter Kaffee. Ach, kenne da jemanden, der unbedingt einen Kaffee haben wollte? Hey, McKing. Der ist für dich. Gönn ihn dir. Ha, lass den Kaffee laufen, McLean. Ich könnte das Zeug den ganzen Tag... Oh, oh nein. Aus dem Weg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, und Dallas, ich hoffe, es geht ihm gut da drin. Die Leute von Twin Lakes brauchen einen Helden, zu dem sie aufsehen können. Kotz. Auf den Einsatz meiner männlichen Fertigkeiten und Muskeln, beziehungsweise ich muss einen Weg finden, dieses magnetische Schloss zu knacken. Dazu haben wir diese Magnet, oder? Können wir dir damit machen? Dieser Magnet sollte die Polarität umkehren und mich hereinlassen. Und hallo, Gremlin. Kau-Kau, Clown-Gesicht. Aha. Es ist zu gefährlich, noch näher ranzugehen. Ich muss einen Weg finden, ihn auszuschalten. Was haben wir denn hier? Totkopf. Ein Plastikschädel. Überraschenderweise viel gefährlicher als ein echter Totenschädel. Zauberhut. Alles, was noch von dem mysteriösen Truhe auf Beinen, die alles aufgegessen hat, Fall übrig ist. Magischer Wälzer. Ich hoffe, dieser illegale magische Schinken wird es überleben, wenn die Tür kaputt geht. Klappschild. Darkseid. Sollte ich jemals Schuldgefühle haben, McKing in seine dreckige Auszeit zu schicken, so sind die hiermit hinfällig. Andere Literatur. Bücher über Rollenspiele. Nicht wirklich verboten, aber trotzdem gefährlich. Sie zu lesen. Ja. Aber nicht zu gefährlich für unser wöchentliches Spiel. Richtig. Dulli. Sehr schön. Was haben wir hier? Gasgranaten. Betäubungsgranaten. Das könnte nützlich sein. Wenn ich in der Lage wäre... Warte. Wenn ich in der Lage sein möchte, die Party früher zu verlassen. What? Ah, Gasgranate. Wenn ich jetzt die Gasgranate... Warte mal. Ohne einen Luftschlauch ist das nur ein Pokal auf meinem Kopf. Ja, na denn, warte mal. Schlauch? Das hier anzuschließen und schon wird daraus ein Taucherhelm. Und den setzen wir auf. Dulli, nimm diesen Schlauch mit nach draußen und lass die frische Luft reinkommen. Ist das bescheuert aus. So, Gasgranate, Freundchen. Eat this! Nimm das, du kleines Monster. Oh oh! Yay! Und? Kann ich den jetzt nehmen? Solange er noch bewusstlos ist, stopfe ich ihn mal lieber in meinen scheinbar magischen Taschen. Schön. So, ihr braucht eine Handgranate. Hey, das hat Spaß gemacht. Kann ich noch ein paar andere nehmen? Eine Granate sollte reichen. Schade. Okay, dann gehen wir mal raus. Ich nehme den Helm besser ab, bevor ich hier rausgehe. Es gibt keinen Grund, damit durch das Revier zu laufen und Aufsehen zu erregen. Oder von jemandem in Bezug ausgelacht zu werden. Genau. So, wo jetzt dann hier unten? Garage. Ah, guck mal. McQueens Auto.
McKings Auto. Oh, ist fies, ey. Unsere Regierung hat einen Klotz mit Rädern rausgegeben. Mal ernsthaft, warum bekommt er all diese schönen Dinge? Einen gepanzerten Sportwagen, dieser Trottel. So, Verteilerkasten. Der Verteilerkasten ist fest zugeschraubt. Ja, Lüftungsschacht. Da kommt ein heftiger Zug aus diesen Schächten. Diese Schrauben müssen wahrscheinlich nur angezogen werden. Können wir den aufmachen? Hast du jemals versucht, keine Ahnung, so etwas wie das hier einzig und allein mit einem Schraubenzieher zu öffnen? Ich bin schon immer eher eine Art Querdenker gewesen. Oh! Und hallo, was haben wir da? Nun muss ich etwas finden, um es neu zu verkabeln. Ha! Kopfhörerkabel! Okay, mal sehen. Ich muss die Drähte von einem Knoten zum anderen gleichfarbigen Knoten ziehen, ohne dass sie sich überkreuzen. Okay, jetzt einfach... Ah, okay. Einfach rüberziehen. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Tada! Ha! Nice! Wir haben den Gremlin gegrillt. Ja, das System ist wieder online. Zeit, ein wenig harte Polizeiarbeit zu leisten. Ja, super cool. Gehen wir mal zurück. Nein. Seite. So. Hier. Und können wir ihn nehmen? Er ist ohnmächtig geworden. Lass uns ihn von hier fortschaffen. Und wir haben den zweiten Gremlin. Wie viel gibt's denn? 3, 4, 5? Zum Zählen nicht. Wo ist denn der Schießstand? Okay. Ich hab noch einen. Wie ist der an die Waffe gekommen? Warum ist alles so unsicher in diesem Revier? Ja, schön. Piu, piu, tihihi. Ja, okay. Alles klar. Ich hab Streichhölzer und sie kann noch mit zwei bewusstlosen Gremlins schießen. Das ist Käse. Sprinkler. Sie sind futsch. Wenn ich sie wieder zum Laufen bringen will, muss ich die Anlage im Keller in Ordnung bringen. Okay. Die Garage. Oh, warte mal, hier ist noch weiter. Hallo, Handwerker. Du siehst nicht sehr beschäftigt aus. Werkzeug ist kaputt. Also sagt die Gewerkschaft, ich soll nicht arbeiten. Nicht meine Baustelle, wäre gern die Gewerkschaft. Wer was? Du kommst mir bekannt vor. Kenne ich dich? Nicht, dass ich wüsste. Nö. Gary Plinkman. Okay. Werkzeugkasten. Oh, schön. Was dagegen, wenn ich es mir ausleihe? Warum nicht? Sehe mich sowieso so schnell nicht arbeiten. Und Universalschlüssel. Sehr nice. Was haben wir hier? Kalter, harter Lehmklumpen. Ich habe dafür gerade keine Verwendung. Oh, warte mal, da oben war noch eine Töpferscheibe. Aber er will sie nicht mitnehmen, oder was? Ist das ein Buch? Oh, das ist wirklich nix. Nur ein Buch aus der Bibliothek. Ja! Ah, die Bibliothekarin, wie geil! Säumnisgebühr. Der neue Roman ist draußen. Richtig dampfiges Zeug. Dulli, ist das? Bist das du auf dem Titelblatt? Mit einer blonden Perücke? Diese Viecher werden sich nicht zufällig gegenseitig fangen, oder, Detective? Dulli, das passiert, wenn ich mich nicht rausregen kann aus Überziehungsgebühren. Es gibt Monster zu fangen, Detective. Oh, ich feier es wirklich. Oh, mein. Lass uns das Wasser wieder zum Laufen bringen, falls noch ein weiteres Feuer ausbricht. Ui, okay, die Wasserrohre verteilen sich über das gesamte Revier. Zum Verhörzimmer bis zum Schießstand. Ah, okay. Aber die Anlage scheint gerade kaputt zu sein. Wahrscheinlich die Schuld der Gremlins. Okay. Dann. Thank you.
Oh, sieht irgendwas gut aus. Ah, das ist so herrlich charmant. Ich mag das. Die Sprinkler sollten jetzt wieder funktionieren. Ihr macht mich noch arbeitslos. Tja. Dann. Aber erst einmal will ich doch hier das mal probieren. Die Gremlins haben alles andere hier zerstört. Ich bin sicher, dass es sowieso bald herunterfällt. Wenn ich das jetzt nicht entferne. Keiner von uns glaubt das. Aber ich bin so begeistert davon. Fight the system. Duli, wir sind Teil des Systems. Du vielleicht, ich bringe diesen Platz von innen heraus zu Fall. Ich wusste das irgendwie. Oh, okay. Ich hatte nicht erwartet, dass das passiert. Ja, fühlst du dich deswegen schlecht? Nein. Die kommt in meinen Trophäenschrank. Ich meine, die lasse ich reparieren. Ja, das zweite. Detective, wie bekommst du all diese Dinge in deine Tasche rein? Origami. Und wir haben natürlich die Motorhaube eingepackt. Na klar. Na klar doch. Wie schön. So, dann mal auf zum Schießstand. Okay. Kann ich jetzt... Das sollte irgendetwas bewirken, ja. Das war's. Das Biest ist, nass. Ich weiß nicht, warum ich mir mehr davon erwartet habe. Ja, irgendwie. Warte mal, können wir uns... Schutzschild! Mann. Ich möchte nicht, dass mein Kollege mich dabei... Okay. Einschussloch. Ich muss es einfach auf diese Weise abknicken. Nice! Yeah! Grill the Gremlin! Das war eine schockierende Art, ihn außer Gefecht zu setzen. Bist du stolz auf diese Witze? Ja, als ich sollte. Naja, kennen wir ja alle, ne? Und, können wir nehmen? Und uns dabei selber jetzt einen Stromschlag holen? Endlich, Dudi. Schnapp dir die Waffe und ich nehme mir den Burschen vor. Wir haben den Gremlin. Okay. Okay, lass uns zurück ins Büro gehen, bevor uns jemand sieht. Okay, lass uns diese Trottel in ihre neue Urne schließen und zurück zur Party gehen. Party! Da geht's rein, schläfriges Monster. Okay, alles klar. Also einfach nur rinstopfen, zurück in die Gefangenschaft, mein monströser Freund. Und willkommen zu Hause, Klein. Oh Mann, echt jetzt? Oh, Uli, Alter. Ups. Ups, das ist alles? Was machen wir jetzt? Sie ist im Klo unterspült. Sie im Klo unterspült, zurück zur Party gehen. Oh, wir müssen eine neue Urne herstellen. Eine magische, die sie wirklich aushalten kann. Ah, du erhältst folgenden Gegenstand, Gremlins. Nochmal. Na toll. Ah, aber wir haben noch unten Lehm gefunden. Die holen wir uns. Vielleicht können wir den jetzt nehmen. So, nimm Stanislav. Das ist ein gutes Material, um Urnen herzustellen. Sehr schön. Alles klar. Und eine Töpferscheibe war bei Mekking im Büro. Nein, war bei Mekking im Büro. Und zwar hier. Haut hin. Der ist zu trocken, um ihn zu benutzen. Aha, zu trocken. Na ja, dann hier. Gib ihm, Wasserspender. Oh, das weicht es auf. Geil. Okay, na dann. Machen wir das. Woher weißt du, wie man eine Urne herstellt? Ich habe den Film Ghost Nachricht von Sam sehr oft gesehen. Ah, zu Forschungszwecken. So, und wir haben eine Urne. Und... Das macht keinen Sinn, wenn die Urne nicht durch Magie geschützt ist. Wird sie brechen, genau wie alle anderen Dinge auf der Dienststelle. Ja, und nun? Und nun? Wie machen wir sie denn magisch? Warte mal, hier eine Asabatenkammer. Magischer Wälzer. Kann man den jetzt nehmen? Vielleicht kann man hier eine Anleitung finden, wie man magische Urnen versiegelt. Ja, geil, bitte. Und, ach guck mal, jetzt können wir nehmen. Und? Mal sehen.
Abwehrrituale, Sprüche, um den Abwasch nicht machen zu müssen und aha, ein Schaubild, wie man magische Ohren versiegeln kann. Praktisch. Zeit für ein bisschen Urnengestaltung. Und wir haben die magische Urne. Na bitte, das läuft doch wie ein Länderspiel hier. Das war der erste. Und der zweite. Nun sind es zwei. Und machen wir den Hattrick. Das ist dann alles. Gott sei Dank, lass uns irgendwo hingehen, wo es sicher ist. Ach, guck mal, und schon gleich hingestellt. Wie schön. Okay. Schloss in Ordnung gebracht und Gremlins verstaut. Was haben wir daraus gelernt, Uli? Nicht so viel Zucker zu essen. Ich stürze gerade ab. Ich erinnere mich nicht mal mehr wirklich, was passiert ist. Aber ich bin sicher, es war nichts Wichtiges. Jetzt lass uns zurück zur Party. Hey, wo ist der ganze Kuchen hin? Wir haben alles gegessen. Warum ist das hier so ein Durcheinander? Was habt ihr zwei getan? Also, da war... Und, wir... Jemand hat eine Gasgranate gezündet. Hässlich, große, spitze Zähne. Und der Wagen war zertrümmert, als wir ankamen. McKing war das? Noch eins für die Rubrik Darkside-Mätzchen? Das ist wahrscheinlich das Beste. Ja. Okay, nun, ihr zwei fangt besser an aufzuräumen. Das Budget gibt nicht beides her. Eure Kapriolen und Reinigungspersonal. Oh Mann, Hausarbeit und kein Kuchen. Dieser Tag lief nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Fall abgeschlossen.